Hi, ich bin die Konstanze von Mus36. Herzlich willkommen zu Conny kocht. Wir sind mittlerweile in Teil 5 angelangt und diese Woche ist der Felix dran und Felix hat sich Chili con Carne gewünscht, beziehungsweise Chili sin Carne. Für das Chili brauchst du Kidneybohnen, passierte Tomaten, Sojagranulat, eine Dose Mais, Tomatenmark, eine Zwiebel, Knoblauch, getrocknete Chilischoten, Gemüsebouillon, Pfeffer und Salz. Nachdem du die Zwiebeln und den Knoblauch angeschwitzt hast, kannst du das Sojagranulat dazugeben. Danach kommen passierte Tomaten, shake, 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 die Bohnen und der Mais dazu. So, Felix, ein lecker Essen. Aber so einen Löffel? Nein. Das sieht schon mal sehr gut aus. Im Grunde genommen wie anderes Chili, weil sehr viel Mais drin ist. Ich liebe Mais. Schmeckt schon mal gut. Ja, ich nehme jetzt mal nur was von diesem Fleischimitat-Ersatzstoff. Wie das Sojakanulat. Da merkt man halt von der Konsistenz, dass es schon viel, viel weicher ist als jetzt schönes Hackfleisch. Ansonsten schmeckt es gut, ist mir aber ein bisschen zu, ja, ich will nicht sagen lasch, aber ich mag es halt sehr scharf beim Chili. Und das fehlt mir hier ein bisschen. Aber ansonsten lecker. Wenn ich jetzt von 10 Punkten geben müsste, würde ich, also dafür, dass es trotzdem ohne Fleisch ist, 7 bis 8 Punkte geben. Sag nichts Falsches.